Und ganz interessant ist, Nissandra ist nicht gebannt worden. Sofort gepickt von Cloud9. Balls mit Cloud9. Weiß ich nicht, hätte ich an Dignitas Stelle wahrscheinlich, ja, irgendwie verhindern wollen, weil Balls ist jemand, der sehr gut auch die Spiele dann machen kann. Auf der anderen Seite, man hat kein Irelia-Bann, wie man es ganz oft sieht bei Team Dignitas. Und, was wir jetzt gerade direkt eingeloggt, Instalock gesehen haben, Cannon. Cannon also damit auf der Top-Lane. Und das heißt die Lissandra in der Mitte, in dem Fall. Der Nachteil ist natürlich jetzt, Cloud9 verrät sehr früh, was sie vorhaben. Klar, sie könnten auch Cannon in die Mitte schicken, etc. Je nachdem. Dennoch, sie geben Dignitas halt die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Denn Teemo wird es wahrscheinlich nicht, auch wenn da die Meute wie immer gerne sich drüber freut. Ja, ein Jarvan. Jarvan wird's und eine Rek'Sai. What the fuck? Was ist denn heute los mit den Picks? Das wird jetzt wirklich sehr interessant. Also ein Jarvan dann auf der Top-Lane, der Rek'Sai im Jungle. Wir haben eine Corki, Annie Bot-Lane, wobei Annie theoretisch ja genauso noch ein Flex-Pick sein könnte und in die Mitte gehen könnte. Da wird sich natürlich zeigen. Die Sache ist, ich meine, mit der Annie, die haut ihren Stunt halt so, Stunt sofort raus, wenn man sie platziert. So schnell kann man als Morgana selten mit dem Schild reagieren. Ansonsten natürlich Morgana selber auch sehr, sehr oft gebannt. Sehr, sehr solider Pick für einen Supporter, einfach weil er sehr viele Möglichkeiten rausnimmt, ja. Trash oder Blitzcrank beispielsweise, die Hooks, die kann man mit einer Morgana einfach unfassbar gut kontern. So, oh, das, mir gefällt diese NA-Ace jetzt so gut. Also Graves, klar, aber Sejuani. Sejuani im Jungle. Also damit sehen wir hier eine unfassbar krasse Teamfight-Kombination von Cloud. Wir haben Lissandra mit dabei, ja, Morgana auch mit ihren Seelenfesseln, Cannon, Sejuani, also da ist so viel AOE-Schaden auch mit am Start, dass Cloud9 hier richtig aufdrehen könnte. Und was macht Team Dignitas? Auch sie, Jarvan, ja, ist Teamfight-Champion da schlechthin mit seinem Kataklysmus. Wir haben eine Jenna und es wird eine Ahri in der Mitte, weil man damit sehr mobil ist und sehr gut aufgestellt wird. Der Cannon in der Mitte. Oder wird noch mit Lissandra getauscht? Das ist natürlich die Frage, die wir uns hier stellen. Ich glaube, das haben sie sich da so ein bisschen offen gelassen, in dem Fall. Ja. Jarvan Toplane. Diese NALCS, so großartig. Ja, wie gesagt, auch Team Dignitas hat durchaus Teamfight-Potenzial, hat durchaus auch einiges an AOE-Schaden mit am Start. Natürlich, Morgana, das schwarze Schild, gibt es halt einiges, was man damit blocken möchte. Den Standard sollte man nicht schnell genug sein. Der dürfte dann immer instant sein. Man könnte natürlich den Zeitpunkt hinauszögern. Aber auch die Phosphorbombe möchte man ja auch sehr früh einfach verhindern können. Und das ist jetzt mit dieser Corki-Any-Kombination mit Morgana nicht ganz so einfach. Von daher auch sehr gut reagiert von Dignitas. Und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Ja, wir haben sehr viel AP-Schaden, das ist auf alle Fälle richtig, aber Graves ist halt einer der beliebtesten AD-Carries momentan und kann unfassbar heftig werden. Das heißt, sollte da Graves einfach gut im Spiel sein, dann ist das auch egal, dass sie halt sehr viel AP-Schaden haben, weil einfach Graves dann alles weghauen würde. Das wäre nicht das erste Mal. Also solange du halt noch einen vernünftigen AD-Carry hast, läuft es eigentlich von der Komposition her. Es ist ja sowieso aktuelle Meta ohnehin so, dass man einfach auf der Top-Lane auch zusätzlich einen AP-Champion hat. Man sieht kaum noch was anderes. Jetzt Jarvan, das ist dann mal eine Ausnahme. Manchmal Adifis, aber ich meine, es ist ein Maokai momentan sehr starke Meta. Es ist ein Kennen sehr starke Meta. Lissandra sowieso, wenn sie nicht gerade gebannt ist. So, und wir starten mit einer Pause. Sehr schön. Natürlich freut man sich darüber unglaublich im Publikum. Ja, irgendwelche technischen Probleme hat man ja durchaus mal, die dann später erkannt werden können. Irgendwelche Hardware-Settings, jetzt wird hier fleißig mit dem Referee diskutiert. Natürlich besser, das fällt dir so früh wie möglich auf. Als wenn du dann später mitten im Spiel irgendwie einen dummen Move machst und
dann klappt es nicht. Soll ja auch alles perfekt sein. Ja, die Frage, warum Mori heute alleine, wie bereits erwähnt, Neon ist im Urlaub. Derjenige, der einspringen sollte, mein Ersatz-Co-Caster, hat spontan abgesagt. Da stehe ich forever alone da. Sola, ich sehe schon auf Twitter, wunderschönes Bild mit einer Schultüte. Hat morgen seinen ersten Schultag. Deswegen nicht zur Verfügung. Maxim ist bei seiner Familie und Max, der ist noch fleißig am Arbeiten und Videos cutten. Der Titel sollte eigentlich jetzt im Übrigen auch richtig sein. Ich prüfe das natürlich gerne nochmal nach, ansonsten einfach die F5-Taste betätigen. Dann sollte das eigentlich passen. Und wenn ich bei mir, ja, bei mir ist der Titel auf jeden Fall richtig. Ich muss natürlich daran denken, dass sich sowas durch Caching nicht immer sofort updated. Ja, jetzt warten wir. Es ist natürlich schwierig zu spekulieren. Ich meine, das Spiel hat so gesehen noch nicht angefangen. Sprich, wir können jetzt noch nicht mal irgendwie auf irgendwelche Statistiken eingehen. Vielleicht blenden sie ja gleich nochmal die Picks ein. Eventuell. Also wie bereits gesagt, es sind sehr schöne Picks, sehr interessante Picks. Jarvan auf einer Top-Lane. Ist nicht so, als hätte man das noch nicht gesehen. Aber es ist durchaus eine interessante Möglichkeit. Dazu dann den Ken in der Mitte. Auch auf den bin ich gespannt. Sieht man ja eher auf der Top-Lane. Hätte ich auch gedacht, dass man dann die Lissandra in die Mitte schickt. Tatsächlich hat man es genau andersrum gemacht. Nimm Blitzcrank als Co-Moderator. Habe ich ja. Der hat ja auch sein Headset auf, aber der ist ein bisschen schüchtern. Blitzcrank ist schüchtern. Das ist das große Problem. Wirst du die Analyse auch allein machen? Naja, was bleibt mir anderes übrig, wenn mich ja alle alleine lassen? Ich habe ja wirklich nur Blitzcrank. Mori für immer alleine. Ich denke, wir kriegen jetzt gleich nochmal das Interview dann reingeschoben, wenn sie denn, oder wenn die Pause noch länger andauert. Natürlich blöd, ja, gerade in den Startlöchern, erstes Match des Tages. Ist ja gar nicht mal schlecht, diejenigen, die denken, es geht um 21 Uhr los, kriegen dann das Spiel ja durchaus auch noch mit. Baiting is basically the strategy of trying to put yourself in what looks like a bad position to the enemy, so that they initiate on you. But due to their lack of vision, lack of information, it turns into a good situation for your team. Maybe in a 2v2 lane, kind of going super aggressive when you know there is no chance you're going to die, but it might not be the best trade just to make it seem like you're doing that normally, so that when you do it next time, they might try to go initiate on you, but you have the jungler behind you. What the fuck? Zeigt er mir einfach Twitter an, das Schwein. Nee, wir haben gerade von Lemonation natürlich zum Thema Baiting. Ja, Vision ist sehr, sehr wichtig und vor allem die Psychologie dahinter. Sehr interessant. Er es natürlich auch erklärt hat, dass man dem Gegner bestimmte Verhaltensregeln vordiktieren muss, damit er denkt, das wäre halt normal und dann beim wirklichen Bait auch dann drauf einfällt. Die Top-Teams, naja, die sind, denen kann man nicht so einfach was vormachen. Das heißt, wenn man so einen offensichtlichen Bait hat, dann fallen die wenigsten darauf rein. Und das klingt natürlich logisch und einleuchtend, aber das sind so Dinge, an die man vielleicht nicht unbedingt denkt. Vor allem unser eins nicht, der nicht unbedingt der LCS spielt. Aber gerade deswegen kann es auch mal interessant sein, wenn man sich trotzdem mal so einen offensichtlichen Bait holt, einfach weil der Gegner dann nicht glaubt, dass es so ein Bait ist. Und dann hat man ihn trotzdem gefangen. Ja, also ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, woran es hapert. Das macht aber nichts. Ich hole mir sonst einfach den Twitch-Chat von euch dazu. Da seid ihr ja auch fleißig unterwegs. Wie gesagt, Neon heute im Urlaub. Deswegen Mori ganz, ganz alleine. Ganz alleine, nicht ganz. Ja. Ich habe Poro und Blitzcrank, die mich hier begleiten, unterstützen, mir Kraft geben. Und wir kriegen das ja auch gemeinsam hin. Natürlich könnt ihr mir da auch gerne Feedback geben. Ist ja nicht so, als würde ich das nicht kennen mit den Solo-Casts. Ein bisschen bricht mir dadurch der analytische Teil weg. Ist schade. Aber
nächste Woche wollte ich jetzt schon fast sagen, nächste Woche ist Intel Extreme Masters, darauf die Woche, also das heißt, nächste Woche ist keine NA-LCS, jetzt müsste ganz stark sein, aber darauf die Woche ist ja wieder NA-LCS, sprich, dann geht wieder alles seinen gewohnten Gang und dann haben wir wieder den guten Neon mit dabei. Ja, dass du da Bescheid wirst. Ansonsten, was kann ich sagen? Morgen wird es auch wieder die Wiederholung geben. Um wie viel Uhr kann ich noch nicht sagen. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich ja nicht weiß, wie lange es heute geht. Und die Sache ist, ich habe geplant, dass ich eventuell, ich will jetzt nichts Falsches versprechen, könnte natürlich sein, dass arbeitstechnisch da was dazwischen kommt, aber morgen ab 18 Uhr oder sowas gegebenenfalls meine eigenen Games streamen werde. Vielleicht auch 19 Uhr, muss ich ja mal schauen, wie es hinhaut. Und das heißt, ich musste den Rebroadcast, also die Wiederholung, so timen, dass sie im Idealfall genau dann aufhört. Ja, dass man so ein lückenloses Programm hat. Da ich aber nicht weiß, wie lange es heute geht, weiß ich ja nicht, wann ich anfangen muss. Weil wenn die Endzeit fix ist, muss ja die Startzeit logischerweise variabel sein bei einer variablen Länge. Das ist einfach nur Logik. Ja? Deswegen kann ich nicht genau sagen, auch wenn immer viele Leute fragen, wann genau der Rebroadcast abhängt, weil es tatsächlich davon abhängt, wie lange wir brauchen. Und wenn die Pause heute noch länger geht, naja, dann wären wir ja wieder in Time. Entschuldigung, ein bisschen verschluckt. Dann wären wir wieder in der Zeit drin. Vielleicht hat ja auch einer der Spieler vergessen, seine Uhr umzustellen und ist deswegen nicht rechtzeitig da. Eigentlich sitzen gerade alle an ihren Plätzen. Weiß nicht. Vielleicht mental noch nicht da und musste deswegen pausieren. Und ja, das könnte dann vielleicht der Grund sein, dass wir ja um 21 Uhr tatsächlich doch starten. Nein, absoluter Quatsch natürlich. Dem ist nicht so. Ja, ist Maxim auch da morgen? Nee, soweit ich weiß nicht. Der kommt immer dann erst Dienstag rein. Macht dann Dienstag die EPS, Mittwoch die Challenger. Donnerstag, Freitag. Diesen Donnerstag, Freitag ist IEM, genauso wie Samstag, Sonntag. Also wir haben dadurch eigentlich, wenn ich morgen auch caste, jeden Tag Programm für euch. Ist natürlich auch nicht schlecht. Also es sieht so aus, als würde es gleich losgehen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, sonst hätten sie uns die Champions noch nicht gezeigt. Ja, und da haben wir es auch links unten in der Ecke, Cloud9 und rechts oben Dignitas in Rot. Ja, gefällt mir natürlich super. Sejuani im Jungle haben wir jetzt schon häufiger mal gesehen. Ist jetzt nicht unbedingt die erste Wahl, allerdings war eine Nidalee auch gebannt beispielsweise. Eine Rek'Sai hat man genommen. Den Jarvan hat man hier weggepickt. Wobei ich sagen muss, das hat man vielleicht sogar bewusst gemacht, weil man Jarvan im Team haben möchte. Denn, ich meine, Cloud9 hätte durchaus noch andere Optionen gehabt. Ja, Lee Sin beispielsweise. Ich meine, Jarvan ist jetzt auf dem Patch auch nicht mehr der allerstärkste, einfach weil die Rüstung jetzt mit der Standarte fehlt. Aber offensichtlich als Toplaner dann noch gut genug. Hat man auch schon alles gesehen. Also ich denke, die werden dann ein System hinterhaben, haben sich dann gesagt, okay, ne, können wir den Ken vielleicht sogar einsperren oder sowas in der Richtung. Aber Ken ist es in der Midlane und das wird auch interessant, weil wir ihn sonst immer auf der Toplane gesehen haben. Sejuani finde ich sowieso sehr gut, wenn man die Ulti richtig platzieren kann. Ja, mit Meteos aber jemand, der auch weniger Ganks macht, sondern so ein typischer Farm-Jungler ist. Das hat sich auch gestern als nachteilig erwiesen. Ja, da ist Meteos noch so ein bisschen in dieser alten Jungle-Meter drin. Das heißt, er farmt, 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 farmt und kommt seltener mal raus für Ganks. Und da bin ich gespannt, Azingi. Azingi ist ja inzwischen schon der dritte Jungler in dieser Season für Dignitas. Hatte sogar auch schon den Fiddlesticks ausgepackt. Das ging allerdings nicht so gut, wie man das gedacht hätte. Und deswegen vertraut man jetzt doch eher auf die Metapicks, in dem Fall eben die Rek'Sai. Was wir jetzt natürlich auch sehen, ist zum einen den Lane-Swap und zum anderen natürlich dadurch, dass hier gelane-swap wird, sehen wir, es geht auf die Kröte. Man will früh das Level 2 haben auf der Lane. Und das ist einfach der Grund, dass man diese Kröte dann vorschiebt. Das heißt, wenn man nur kurz auf der Lane ist mit den Minions, ist man schon extrem schnell auf Level 2. Und dieser Level 2 Angriff, der ist halt extrem stark, weil du dann schon einen zweiten Summoner-Spell hast, im Gegensatz zum Gegner.
Und ja, wenn man dann so eine Bindung treffen würde, könnte das halt in eine ganze Menge Schaden resultieren. Aber auch Dignitas hier in dem Fall mit dem Lane Swap. Das heißt, wir haben die 2 gegen 2 Lanes und unten das Duell Jarvan gegen Lissandra. Und die sollte damit eigentlich ganz gut klarkommen. Nicht umsonst unfassbar hohe Bannraten. Das war sehr gut gemacht. Da sehen wir es direkt. Level 2, Bindung und Pfütze. Allerdings Sneaky zu weit weg und natürlich das ganze Geschehen auch zu nah am Tower, als dass man da hätte mehr rausholen können. Aber das ist einfach alles Schaden, der jetzt erstmal da ist und der über die Zeit Dignitas halt zwingen könnte, raus aus der Lane zu gehen. Vor allem, wenn das häufiger passiert. Lamination trifft hier eine Bindung nach der nächsten. Und dadurch würde man halt automatisch den Farm verpassen. Ja. Spammt es hier ganz gut. Muss aber mit dem Mana-Haushalt aufpassen. Wir sehen es gerade, denn auch Kiwi Kid gerade auf diesem niedrigen Level. Bei Annie ist die Sache als Supporter momentan extrem beliebt. Sehr gut am Roam. Mit dem Stun. Super einfache Mechanik. Im Prinzip ist es ein Point-and-Click-Stun. Ja, anders als bei Morgana, die dafür einen Skillshot halt braucht für ihren Stun. Und dazu kommt einfach noch der Punkt, man hat es dann auch mit dem Tibbers noch zusätzlich. So, jetzt trollt uns der Clean Feed. Alles heute am Trollen. Wir schalten sofort um in die zweite Mechanik rein, die wir haben. Bevor uns das Standbild hier komplett nervt. So, also zum Thema Annie. Wir haben ja zum Glück immer einen doppelten Boden, Netz und doppelten Boden. Zum Thema Annie, wie gesagt, sie hat diesen sehr, sehr guten Stun und sie ist auch am Anfang extrem stark, weil sie ja oft oder teilweise auch Midlaner ist. Sie hat im Prinzip ja bis auf ihren Schild nur Schadenszauber und macht gerade im Early Game Unmengen an Schaden. Das Ganze droppt dann im Midgame, weil einem dann die Items fehlen. Ändert sich dann im Late Game aber wieder, wenn auch die Supporter an Items kommen, hast du dadurch einfach nochmal einen zusätzlichen AP-Champion. Der Nachteil ist, und das sieht man auch an Cloud9, ihnen fehlt so ein bisschen die Tankiness. Also sie haben jetzt nicht, sie werden Sejuani haben, die wird einiges aushalten können, aber sie haben jetzt nicht so einen klassischen Tank in dem Sinne. Da ist Jarvan und Rek'Sai etwas stabiler doch an sich, je nachdem natürlich, wie man jetzt den Jarvan bauen wird. Aber unfassbar viel AOE-Schaden. Wie gesagt, sie wollen in die Teamfights dann reingehen, den Gegner schnell niederschmelzen, wenn die Morgana wirklich ihre Fesseln anwirft, wenn Hai seine Ulti gut sitzen kann. Und jetzt haben wir den ersten Gang schon mit Zingy auf Sneaky. Die Bindung saß und da muss der Flash schon gezogen werden. Stun war nicht zur Verfügung. Sofort geht's aber hinterher. Direkt den nächsten Summoner-Spell rausgeholt. Die Heilung zwar, aber dafür den Kill nicht bekommen. Enorm wichtig an der Stelle. Und auf der anderen Seite jetzt Meteos. Mit einem Gang auf Gamsu bekommen den Flash nicht raus. Das heißt, Dignitas hier etwas besser abgetauscht in der Hinsicht. Auch wenn sie den Kill nicht bekommen haben, aber zwei Summoner-Spells und auf der Botlane keinen verloren, ist an sich eine gute Sache für Team Dignitas. Wenn man aber sich jetzt den Farmhaushalt anschaut, dann sieht man, Cloud9 konnte sich da insgesamt schon einen Goldvorteil von 700 erarbeiten. Vor allem dadurch, dass Meteos jetzt hier mitpusht. Oh, Balls. Das war jetzt nicht so wohl überlegt, diesen Flash, und trifft sich dann selber mit der Ulti. War als Dive gedacht. Jetzt hat er Ulti und Flash rausgeholt, nichts dafür bekommen. Ja, das ist suboptimal, wenn nicht zu sagen, einfach schlecht. Also solche kleinen Erfolge sind für Dignitas durchaus wichtig, denn sie sind das unterlegene Team. Frage ist natürlich, ob sie da jetzt einen Vorteil rausziehen können, wenn jetzt auf der Botlane kein Flash ist, auf der Toplane kein Flash. Sprich, hier wäre dann Azingi gefragt, der seinen Flash allerdings ja auch ziehen musste, wie wir gerade eben gesehen haben. Oder, was heißt ziehen musste, gezogen hatte. Sneaky dafür nicht bekam. Aber es ist ja eher sonst derjenige im Jungle, der diese Überzahlsituation, diesen Gank hervorruft. Das heißt, das wäre in dem Sinne nicht ganz so tragisch, dass er seinen Flash nicht hat. Könnte also auf beiden Lanes richtig Druck machen. Und der Vorteil an der Rek'Sai ist, du hast auch wirklich diese Mobilität. Nachteil ist, gerade gegen einen Jungler wie Meteos, man sieht es jetzt schon im Farm, auch wenn Rek'Sai super mobil ist und auch super farmen kann, und das hat man auch schon mit Meteos gesehen, wenn er die Rek'Sai hat, dann macht er wirklich nichts anderes. Dann, ja,
muss man halt schauen, dass man da jetzt Anschluss finden kann, in dem Fall Azingi. Sonst wird man hier sicherlich einstimmig sagen können, dass Dignitas weiterhin ein Jungler-Problem hat. Und das ist ja das, was er lösen sollte. Lässt sich da auf der Top-Lane wieder blicken. Allerdings der Ward schützt hier Cloud9 davor vor bösen Überraschungen. Sofort wird auch neu platziert, das Ganze von Dignitas gesehen. Auch sie waren in der Hinsicht natürlich nicht untätig. Das bedeutet natürlich auch für Balls, er muss jetzt nicht übermäßig aufpassen. Natürlich kann er nicht so offensiv wie vorhin stehen. Da hat er die Minion Wave wirklich weit in den Tower reingepusht. Jetzt ist er eher bestrebt, die Lanes zu freezen, weil du weißt halt nie, wann die Rek'Sai irgendwie da ist. Guter Punkt, man weiß nie, wann die Rek'Sai da ist. Azingi wollte hier stören, kommt dafür aber zu spät. Meteos hat das Ganze hier sicher und sagt auch mit gutem Goldvorteil. Dafür jetzt Hai in der Mitte. Ich bin sowieso gespannt. Also man hat Hai diesmal nicht mit Set, sondern Hai mit Ken. Fest steht, er steht auf kleine Ninja-Kämpfer. Das ist also der ganz große Punkt. Mit Zed konnte er überzeugen, bis auf gestern. Und der Vorteil an Ken sind eben diese Stunts. Nur das Ding ist, Ahri ist halt verdammt mobil. Aber farmtechnisch auch er hier vorne. So gesehen Cloud9 also auf jeder Lane im Vorteil und irgendwoher muss der Goldvorteil natürlich auch kommen. Wir sehen schon, der ist inzwischen, ja, 900 Gold fast, 800 Gold haben sie mir nur durch Farm. Keine Tower, keine Kills, nichts in der Hinsicht bisher. Und das wird auch so weitergehen. Einfach aus der Tatsache heraus, dass Cloud9 das bessere Team ist und dann wieder die Bindung getroffen. Core JJ muss aufpassen, klar. Lemonation macht das richtig gut, schießt auch in den Lauf, also dahin, wo der Gegner als nächstes sein wird, trifft hier auch Kiwi Kid. Trotzdem wäre es vielleicht von Vorteil, wenn er sich nicht ganz so oft von dieser Bindung treffen lässt. Azingi. Laut schon auf die nächste Chance. Auffällig sehr oft eben auf dieser Toplane unterwegs. Meteos momentan an der Midlane eher angesiedelt. Und da geht's auch schon drauf, trifft aber nicht. Einfach die Ulti für nix rausgehauen. Muss man einkalkulieren, muss man einkalkulieren. Ahri hat ihre Dashes. Und das war nicht mal knapp in dem Fall. Klar, ein Versuch ist es wert, aber der Versuch hätte vielleicht etwas besser ausfallen können. Sehr schön gemacht wieder von Lemonation. Der geht super drauf mit Flash, hat hier auch sofort seine Fesseln am Start. Kriegt den Kill. Azingi allerdings, wie bereits erwähnt, in der Nähe. Trotzdem, in einer 3 gegen 2 Situation 1 zu 1 abtauschen ist vollkommen in Ordnung für Cloud9. Auch wenn sie es waren, die diesen Kampf hier initiiert hatten. Und vor allem, dass es wiederum der Negativpunkt Lemonation Flash verwandt hat. Ja, aber doch die Tatsache heraus, das hätte viel übler noch enden können. Auch für Dignitas im Übrigen. Also wäre Azingi nicht in der Nähe gewesen, dann hätte Cloud9 die Überzahlsituation gehabt. Und so konnten sie immerhin 1-1 abtauschen. Und haben nicht zwei Jungs verloren. Ja, was man sieht, Balls, Flash wieder da, sofort deutlich aggressiver. Zum einen hat man Azingi auf der Toplane gesehen, zum anderen dieser Escape wieder vorhanden. Nicht, dass Lissandra nicht mit ihrem E auch noch wegkommen könnte und man hat es ja auch gerade gesehen, mit dem wenig Gegner einfrieren kann. Trotzdem, bist du auf deine Spells auch angewiesen? Du hast noch einen verhältnismäßig langen Cooldown, vor allem auf den beiden Spells. Und ohne Flash bist du dann viel zu einfach zu ganken, solange du noch keinen Sonias hast. Weil du die Ulti in dem Fall ja auch offensiv dir vorbehalten möchtest. Ja, erst wenn du Sonias hast, dann bist du da etwas sicherer noch aufgestellt. Schön den Charme getroffen von Shiftur. Und Hai hat dem nichts entgegenzusetzen. Ahri nicht mehr dieser krasse Burst-Champion wie zuvor. Macht immer noch guten Burst-Schaden. Hat aber auch das DFG jetzt nicht mehr zur Verfügung. Schon seit länger. Und wieder den Charme getroffen. Wunderbar gemacht. Sofort haut er die Ulti ran. Man kriegt ihn raus. Und die Verbrennung noch. Die Verbrennung rafft hier Shifter Dane. Sehr stark gemacht von Hai, da noch den Kill zu bekommen.
Core JJ und Kiwi Kid allerdings sofort auf die Midlane rotiert und dadurch hat man den ersten Tower. Tauscht aber auch da towertechnisch nur 1:1. Sneaky hat den Toplane Tower. Alter. Eine Bindung nach der nächsten trifft der Mann. Ja, und jetzt sofort, wo man den Tower hat. Meistens eigentlich eher, wenn man den Botlane Tower hat. In dem Fall den Midlane. Was ist das denn? Das sieht so aus, als würde er nicht treffen. Aus irgendeinem magischen Grund trifft diese Bindung trotzdem. Ja, von der Hitbox her hat das hier einfach gepasst. Lemonation macht hier den Afromo 2.0. Ja, der Punkt ist aber auch auf der Midlane. Auch wenn Hai hier gestorben ist, der Kill ging nicht an Shifto. Ja, und Hai im Gegensatz zu der Shifto noch bekommen. Sprich, er hat nicht nur mehr Farm, sondern er hat auch den Kill. Eigentlich wollte man ja hier den Vorteil auf der Midlane haben. Gut, man hat immer noch den Tower. Trotzdem im direkten Midlane-Duell hat hier Hai den Vorteil. Und das zieht sich nahezu auf jeder Lane hin. Corki hat seine Stärke der Dreieinigkeit noch nicht fertig und kann mit dem Kill halt gerade so seinen Farmrückstand kompensieren. Schauen wir also auf den Gesamtstand. 1300 Gold nur durch Farm vorne. Aber von der Beteiligung her hat Dignitas ja sogar noch einiges rausholen können. Ich meine, sie haben ja die Assists noch alle. Während das gerade der Kill von Hai ja so ein Solo-Ding war. Ah, kann ich jedes Mal setzen, die Bindung von Lemonation. Aber das Ding ist, er steht im Ward. Kriegt er natürlich sofort mit. Ist der absolute Standardspot in dem Fall für die Wards. Was man sieht, Gamsu mit dem Hextrinker unterwegs gegen AP Top. Macht natürlich absolut Sinn. Und wenn wir schon über Items reden, jetzt hat er sie, die Stärke der Dreieinigkeit Corki. Und jetzt muss man aufpassen. Denn jetzt hat er eine enorme Schadensspitze. Sprich, jetzt sollte halt Dignitas schauen, dass sie Fights bekommen mit Corki involviert. Hier allerdings eher weniger. Jetzt verlieren sie da den Tower. Schwarzes Schild schützt sie noch vor bösen Nebenwirkungen. Zum Beispiel in Anystun, dass man da ganz offensiv reingehen kann. Meteos in der Nähe, sicherheitshalber. Denn dass sie hier zum Tower rotieren, war offensichtlich. Also auch Zingy mit runtergekommen. Und jetzt ist Cold JJ da. Meteos weiß, kein Risiko eingehen, sofort zurückzugehen. Sie haben jetzt einen Tower bekommen, damit also den Vorteil noch weiter erhöhen können. Das nächste, was sie sich also schnappen sollten, wäre hier der Midlane Tower, der als einziger noch übrig ist. Wäre die nächste logische Rotation, den letzten Tier 1 Tower zu bekommen. Danach hat man es ganz oft, dass man so eine Phase hat, in der es ein bisschen ruhiger wird. Einfach weil die Tier 2 Tower von der Distanz weiter weg sind. Wenn sie aber diesen Vorteil noch weiter ausbauen können, dann werden die Tier 2 Tower auch kein Problem sein. Ja, der Grund, warum es ja auch so lange dauert, ist, weil der Goldvorteil nicht so groß ist, dass man ja immer noch den Heimvorteil, den das gegnerische Team hat, von den Laufdistanzen komplett kompensieren könnte. Das sind schon ordentliche Zahlen, wenn man das hier mal vergleicht. Vor allem Sneaky. Deutlich besser vom Farm her als Cold JJ. Hätte natürlich gerne auch einen Kill auf seinem Konto. Dies hat halt Lemonation bekommen, aber lieber da den Kill sicher. Das war eben, wie wir uns eben erinnern, die Situation auf der Top-Lane. Der ganz große Teamfight, der steht allerdings noch aus. Und da hat Cloud9 definitiv seine Stärken. Mit einer Morgana, mit einem Ken, mit einer Sejuani, ja, mit einer Lissandra ist da so viel Flächenschaden, dass Dignitas hier extrem aufpassen muss. Sie müssen da eher gucken, dass sie mit Jarvan sich ein gutes Schlachtfeld schaffen können mit dem Kataklysmus. Dem Gegner womöglich abschneiden. Und vor allem ganz, ganz wichtig, der Anystun. Das ist, der hat mit Tibbers, das ist ihre Mittel hier zu engagen. Und wenn das nicht sitzt, naja, dann haben sie ein Problem. Weil Cloud9 hat mehrere Optionen. Die können mit einer Sejuani reingehen. Können es aber auch mit einer Lissandra probieren. Oder, ne, wenn die Morgana ihre Bindung trifft, pickt man sich auch einen Einzelnen raus. Wobei das natürlich eher unwahrscheinlich ist, weil, dass man dann hinten AD Carry oder Midlaner trifft, die hinten in der Rangordnung stehen,
ist unwahrscheinlich und passiert auf diesem Level extrem selten. Aus dem Grund muss Annie ja auch immer sehr weit vorne stehen, was sie dann wiederum angreifbar macht. Also sie wäre so ein mögliches Ziel für so eine Bindung. Schnell rausgenommen würde Dignitas dann nämlich komplett der Engage fehlen. Und deswegen braucht KiwiKit auch zwingend Flash. Und wie wir alle wissen, hat Flash einfach einen viel zu hohen Cooldown, als dass man das regelmäßig machen könnte. Na, interessant wird es auch gleich, weil der Drache wieder da ist. Cloud9, ob sie sich den ersten Drachen holen. Sie bereiten auf jeden Fall vieles dafür vor. Hat der Baron jetzt ein zu großes Wagnis doch in dieser frühen Phase. Sieht man selten, wenn nicht gerade ein Team extrem am Dominieren ist, dann sieht man so gut wie nie einen Baron in dieser 20. Minute dann schon oder kurz danach. Aber dadurch, dass ich jetzt so ein Teambite anbahnt und sollte der zum Beispiel eindeutig ausfallen, dann wäre das definitiv eine Option, denn der Baron hat, wenn er jetzt so früh spawnt, noch nicht seine komplette Stärke. Was Dignitas jetzt machen sollte, sie versuchen ja gerade, oder Cold JJ hat versucht, einige Raketen platzieren zu können. Die Sandra ist noch auf der Top-Lane, das ist kein Problem, die kann sofort mit dem Teleporter zukommen. Sollten aber gucken, dass sie, wenn sie den Dragon jetzt so abgeben, und das tun sie, stattdessen einen Turm bekommen. Irgendein. Das Problem ist allerdings, die Lanes sind gepusht. Call JJ ist da auf die Lane gegangen. Das heißt, sie geben den Drachen einfach komplett ab. Gratis. Und das ist nicht wirklich gut. Im Gegensatz von Cloud9, extrem berechnend. Wir sind ja sowieso ein Team, was auch sehr gut in Split-Pushes ist. Das hatten wir gestern wieder gesehen. Und auch hier die Lanes sehr gut im Auge hat. Wussten halt genau, okay. Dignitas kann gegen uns momentan nicht kämpfen. Dafür sind sie zu sehr im Gold hinten. Und wir haben eine extrem starke Teamfight-Composition. Das heißt, wir werden jetzt die Lanes rauspushen, dass wir den Drachen wirklich safe haben. Und dann hat Dignitas eigentlich nur die Option Teamfight, was eine schlechte Idee wäre, oder den Drachen halt komplett zu überlassen. Sprich, man bekommt den gratis. Sind jetzt wieder die 6% Schaden mehr, die man dazu hat. In der 20. Minute noch nicht so viel, aber es läppert sich natürlich. Er kriegt hier beinahe noch mit der Bindung den Buff geklaut. Er ist sehr aggressiv unterwegs, Lemonation. Und vor allem auch sehr, sehr zügig natürlich mit den entsprechenden Boots. Scheint hier wirklich alles zu treffen. Ja, und deswegen, weiß nicht, gefällt mir das nicht so gut von Dignitas. Also das hätten sie wissen können, gerade mit dem Drachen, und hätten halt im Gegenzug selber schauen müssen, dass sie die Lanes pushen, dass sie, wie gesagt, zumindest einen Tower bekommen. Oder irgendwas als Ersatz, als Kompensation dafür, dass sie den Drachen halt hergeben müssen. Koi-JJ geht von rechts rein, der Tower hat schon einiges an Schaden genommen, allerdings hier sehr gut der Stun gesetzt und da kriegt man sehr früh Balls raus, der nichts machen kann. Hai ist zur Stelle mit seiner Ulti, unfassbar viel Schaden und da sieht man es halt. Auch obwohl Balls raus ist, kriegen sie zwei Mann mit der Kennen-Ulti, mit dieser Teamfight-Kombo. Und KiwiKit, das ist dieses einmalige Pulververschießen, was man in dem Fall hat. Und Tibas saß gut. Balls hatte nicht mal die Chance, sich selber in die Ulti zu verfrachten und die rauszubekommen. Hier jetzt allerdings Lemonation zu weit vorne gestanden, abgeräumt von Gamzu. Das hatte mit dem Teamfight hier so nichts zu tun. Und Glück für Dignitas, dass sie dadurch einen 2-2 Abtausch hatten. Also da stand Lemonation ein wenig zu offensiv dann doch. Meteos nicht nah genug dran, um schnell genug eingreifen zu können. Und das sehen wir jetzt natürlich auch nochmal in der Wiederholung. Es geht drauf auf Balls, der wird so schnell weggenügt, auch nochmal den Hookup, hat hier überhaupt keine Chance. Und dann Hai. Hai, der mit seiner Ulti wirklich drei Mann trifft, Azingi schnell rausnimmt und Shiftur zu mobil, dass man ihn dann nochmal abräumen könnte. Wir werden das natürlich nach dem Spiel auch nochmal in der Analyse genauer betrachten. Aber ja. Da hat sich das Potenzial von Cloud9 gezeigt. Und was ganz wichtig ist für Cloud9, sie haben ja den Tower dann doch bekommen. Alles in allem also damit besser weggekommen. Weil sie haben den Tower bekommen. 2-2 abgetauscht, das ist halt ärgerlich. Lemonation
mal nicht ganz so gut, aber das macht er durch seine wirklich hervorragenden Bindungen komplett weg. Wird mal so auf jeden Fall ein Auge zudrücken. So, und das, dieses typische Lauern. Sneaky auf der einen Seite, Curl JJ und Kiwi Kid auf der anderen Seite im Busch. Das ist ihm dann doch zu suspekt. Da geht er zurück, lässt es bleiben. Und das ist, wie gesagt, eine gute Entscheidung. Gibt auch keinen Grund, da großartig zu pushen. Der Tower ist eh schon weg. Sneaky bleibt dann lieber in der Nähe seines eigenen Towers. Und so verlieren Curl JJ und Kiwi Kid einiges an Zeit, was diesen Farm am Stand einfach noch weiter vergrößert. Im direkten Duell 37 Farm jetzt der Unterschied. Und Sneaky hat inzwischen seinen Kill auch schon landen können. Hat die Klinge der Unendlichkeit auch schon fertiggestellt. So eins der teuersten Items, was er so bauen kann, ist Corki da einfach überlegen, auch mit der Geisterklinge. Und das ist im Prinzip das Spiel, was wir so erwartet hatten bisweilen. Also wir hatten erwartet, dass Cloud9 hier dominieren würde. Dignitas ist uns da noch eine Überraschung schuldig. Wenn sie das denn noch ändern wollen. Ich glaube, der Wille ist da. Problem ist nur, können. Ist das vorhanden? Und vor allem ganz wichtig, die Situation zusätzlich. Können ist das eine. Das andere ist aber, wenn Cloud9 wirklich so gut rotiert, dass sie diktieren, wann sie kämpfen wollen, vor allem rotieren sind sie ein Meister drin, dann wird Dignitas eigentlich kaum Möglichkeiten haben, so ins Spiel zurückzufinden. Also da müsste Cloud9 schon fast das Spiel hinwerfen. Der zweite Drache gleich da, der wäre allerdings nicht so wichtig. Also hier könnte sogar theoretisch Cloud9 sagen, wir überlassen ihn den Drachen und holen uns dafür jetzt diesen wichtigen Tier 2 Tower, der jetzt erstmal so ein bisschen auffällt. Das ist das, was wir häufiger immer wieder in diesem Stream auch erwähnen. Die Tier 2 Tower von der Position so weit weg. Nicht einfach, die mal eben im Vorbeigehen zu bekommen. Gegenzug zu einem Tier 1 Tower. Aber der Goldvorteil, er wächst weiterhin. 5000 Gold sind es inzwischen. Das heißt, der Zeitpunkt naht, wo man dann auch mal einen Kampf am Tower nehmen könnte. Wir sehen es jetzt auch, die Fans trauern, trauen hier den Sieg auf jeden Fall Cloud9 zu. Hai muss sich in Sonias retten. Ist hier kalt erwischt worden und gegen 3 hat er auch da keine Chance. Selbst mit Ken nicht. Vor allem ganz bitter, hat die Ulti nicht rausbekommen. Ja, das sind so kleine Fehler, auf die Team Dignitas aufbauen kann. Oh, 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 jetzt geht's hier drauf auf Balls, der ebenfalls in die Ulti sofort ins Sonias und kommt zumindest noch an den Tower ran, dass hier einiges an Schaden gemacht wird. Diese einzelnen Pickups, das macht Dignitas wirklich gut und das können sie mit ihrem Team. Mit natürlich eine Rexa, die da gut reingehen kann, mit ihrem Charm. Ja, von Annie natürlich ganz zu schweigen, aber auch mit Jarvin, mit der Standarte. Binnen kürzester Zeit 2 Pickups bekommen. Gegen ein Team, was er selbst die Teamfights sucht. Da darf sich Cloud9 auch nicht zu sehr auf ihren Erfolg ausruhen oder auf ihren Vorsprung ausruhen. Denn sonst passiert genau sowas. Das sind die Situationen, die Dignitas braucht. Also auf 3000 Gold geschrumpft. Das ist dann nicht mehr ganz so viel. Vor allem jetzt in der 27. Minute nicht. Und so gesehen muss man auch sagen, ist auch noch alles offen für Dignitas. Nur die Teamfights, da müssen sie aufpassen. Vor allem wen soll man denn schnell rausbekommen? Ja, mit Balls lagen sie eben nicht ganz so verkehrt. Aber auf der anderen Seite willst du auch den Hai schnell rausbekommen. Und auch den AD Carry nicht zu beachten, hat sich schon in so vielen Spielern als Fehler herausgestellt. Es sind einfach viel zu viele Ziele, die man hier angehen müsste. Wichtig ist nicht klumpen. Das ist in diesem Spiel entscheidend. Wenn sie einmal klumpen, ist die Giovanni-Ulti, sie haben so viel Potenzial, dann Cloud9. Das wäre der Insta-Tod. Oh, geht sogar mit dem Flash noch nach, Cold JJ. Und auch da wieder ein 1 gegen 1 Kill.
Ja, Balls muss jetzt aufpassen. Steht 0-3. Und das mit Lissandra, die eine so unfassbare Winrate hat, dass die Teams vielleicht sogar schon vergessen haben, wie man mit ihr safe spielt. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, eine Folgerung aus diesem Kill ist deren Tower, die man bekommt, was wieder weiteres Gold für Dignitas ist. Jetzt allerdings Cloud9 sagt sich, okay, so kann es nicht weitergehen. Jetzt müssen wir immerhin entweder zum Titelfight zwingen oder wir holen uns den Baron, wovon sie aber sofort ablassen, wo Gamzu in der Nähe ist. Also die Idee wahrscheinlich dann eher, das Ganze schnell und heimlich zu tun. Von heimlich war in dem Fall aber Vini die Rede. Gamzu hat aufgepasst. So, zumindest etwas schon fürs Krieg. Der ist auch noch schön mit dem Flash da rausgegangen, Sneaky. Kein Risiko eingehen. Was man in der ULCS ja oft bemängelt, Flashes werden zu wenig eingesetzt, kann man in der ALCS, und das hatten wir gestern ja schon besprochen, nicht von reden. So, inzwischen auch Balls mit dabei. Tower haben sie sogar einen mehr jetzt holen können, diesen Botlane Tower, und der ist besonders ärgerlich, weil er vom Baron am weitesten weg ist. Also Dignitas auf 1000 Gold wieder rangekommen durch viele kleinere Fehler, die sich zu diesem großen Gesamtbild summieren von Cloud9. Und da haben wir unsere Überraschung, die uns Dignitas noch schuldig war. Da haben wir sie. Wer hätte das gedacht, dass Dignitas da vor allem so einfach wieder rankommt? Es waren jetzt nicht mal irgendwelche überragenden Plays, die sie da ausgepackt haben. Natürlich gehört es auch dazu, dass man da sowas als gutes Team dann auch ausnutzt. Aber das ist nicht das Cloud9, was wir jetzt in den letzten Wochen wieder gesehen haben, sondern es schleicht sich diese alte Unsicherheit damit rein. Und diesmal im Übrigen ist es nicht Hai, der da herausstricht, sondern tatsächlich Balls, und das mit einem sehr guten Pick mit der Lissandra. Auch von Sejuani, also von Meteos, haben wir noch nicht so viel gesehen. Aber immerhin 2 Assists. Und, was man sagen muss, mehr als 50 Farm überlegen gegenüber Azingi. Aber das ist typisch von Meteos. Also das ist nichts Ungewöhnliches, das kennt man. Das ist Champion unabhängig. Der Mann ist wirklich Farm, 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 Farm. Und in einem Spiel, wo wenige Fights zustande kommen oder wenige Tötungen kommen, ist das durchaus zum Vorteil. Sobald aber solche Dinge passieren wie gerade eben, wird dieser Vorteil ganz schnell in einen Nachteil umgemünzt. Baron, zu großes Wagnis jetzt. Der Vorsprung dafür nicht mehr groß genug, auch wenn sie weiterhin den Teamfight-Vorteil haben. Lamination hat es vorhin aber im Interview gesagt, diese Baits, das ist wichtig. Es muss manchmal auch so aussehen, als hätten sie es wirklich vor. Oder auf der anderen Seite müssen die auch mal gucken, dass so ein ganz offensichtlicher Bait nicht für einen gehalten wird, weil er dann zu offensichtlich aussieht. Also die Psychologie dahinter. Aber die Psychospielchen, die gehen aktuell nicht wirklich auf. Inzwischen muss man ja auch sagen, vervollständigen sich die Item-Builds auch bei Dignitas jetzt mit dem Gold, was reingekommen ist. Was mir sehr gut gefällt auf KiwiKit ist vor allem das Mikaels. Gerade weil Cloud9 so viel CC hat. Ja, dass man da eben nicht, so wie Koi JJ, so egoistisch ist. Als Supporter sollte man das ja sowieso nicht sein. Wobei, klar, die Quecksilberschärfe auf Call JJ auch ein Muss gegen so ein Team. Das macht ihn dann ein Stück weit, ich will nicht sagen immun, aber im Prinzip ist es dann doch so, gegen eine Lissandra. Oder, wie gesagt, sollte sie Giovanni da treffen, Lamination hat auch ein Wörtchen mitzureden. Muss man also gucken, dass man diesen Effekt dieser Quecksilberschärfe eventuell vorher schon zum Auslösen bekommt. Oder dass man sofort den nächsten CC hinterher setzt. Oh, jetzt geht's drauf. Wunderschön, der Timber-Stunt hier. 3 Mann. Aber hier sehen wir es jetzt. Meteos kann sich rausziehen. Und das ist so viel CC und Flächenschaden von Cloud9. Haben Cold und KiwiKit schon rausbekommen. Shifter bekommt allerdings Hai noch weg. Und Azingi durch den Tunnel. Meteos hinterher. Willst jetzt wissen, wie schnell kann er hinterher rein? Bisher der bessere Tausch auf jeden Fall von Dignitas. Auch da wieder 2-3. Und das gegen diese Teamfight-Composition. Oh, nutzte die Ulti, vor der Nase weggelaufen.
Vor allem Azingi, richtig gut gemacht hier. Und das werden wir uns jetzt nochmal in der Wiederholung anschauen. Dessen bin ich mir sicher. In der Zwischenzeit Cloud9 allerdings die Chance genutzt, nahm dann den Drachen. Es ist der dritte, sprich man hat jetzt noch diesen Lauftempo-Bonus. Ganz, ganz wichtig. Und das habe ich vorher gesagt. Dieser Tibas dann von KiwiKit. Da sehen wir jetzt nochmal. Geht hier rein und dann stehen sie da. Zwei Mann trifft er. Die Kralle von rechts ist Azingi. Bekommt ja auch den Knock-Up, sodass High-Speed rausgenommen ist. Balls wird komplett malträtiert. Kriegt zwar seine Ulti raus und auch High, der damit die Kills vorbereitet. Aber dabei ist es dann geblieben. High dadurch auch sehr offensiv, kann rausgenommen werden. Sneaky in diesem Fight kommt überhaupt nicht ran. Kam überhaupt nicht zum Tragen. Ebenfalls ein ganz wichtiges Element. Cloud9 mit dem AD Carry kam nicht zum Schuss. Hat sich auch dadurch geäußert, dass er halt noch so viele Lebenspunkte hatte. Mit dem Black Shield jetzt gesichert. Dadurch konnte er zwar den Drachen dann nehmen, aber auf der anderen Seite, AD Carry nicht am Kampf beteiligt, ist halt ein großes Problem. Dadurch fehlt eine ganze Menge Schaden und führt zu solchen Situationen. Also Dignitas, Schritt für Schritt kommen sie immer näher ran jetzt. Es sind nur noch 500 Gold. Was man aber auch sagen muss, sie haben immer noch Rückstände, vor allem auf der Botlane im Farm. Auf den anderen Lanes hat sich das jetzt definitiv noch gebessert. Was man ja nicht vergessen darf, Cloud9 hat bisher auch nur drei Tower bekommen. Aber was man ja durchaus sieht, dass diese Tier 2 Tower auch so ein Spiel durchaus überdauern können. Ja, je nachdem. So, jetzt Cloud9 dran, wieder am Baron zunächst. Dignitas ist vorsichtig, geht auch nicht volle Pulle rein, sondern Gamzu schaut hier ganz zaghaft, weiß, das könnte hier genauso einer dieser angesprochenen Baits sein, dass sie eigentlich nur den Teamfight wollen und gar nicht den Baron. Aber trotzdem, wenn man gerade keine Lane, kein Tower, irgendwas bekommen kann, ist das einfach eine sehr gute Möglichkeit, den Gegner da zu locken, in dem Fall, um entweder den Teamfight oder den Baron zu bekommen. Ganz ignorieren kann er es dann nicht und dadurch erkauft man sich dann Kartenkontrolle indirekt. So, und jetzt geht's wieder drauf, zunächst auf High, der sich allerdings in Sonias retten kann, diesmal nicht rausgenommen. Charm trifft nicht und auch Tibas ist schon raus und das ist jetzt ein ganz großes Problem. Dignitas muss jetzt gucken, dass sie den Teamkampf aus dem Weg gehen. Balls hat seine Ulti noch. Kennen hat seine Ulti noch. Die haben alle ihre Ulti noch. Cloud9 sollte eigentlich eher schauen, dass sie den Teamfight jetzt suchen. Machen sie nicht. Für Dignitas super, wenn sie sich jetzt so trennen können. Aber man kann auch nicht immer was erzwingen. Also selbst das kann in die Hose gehen. Wie wir wissen. Ja. Trotzdem, das wäre eine super Chance gewesen. Aber Dignitas auch da sofort rauszugehen, wo sie gemerkt haben, da ist nichts zu holen. Vor allem Flash noch behalten durften auf allen. Denke ich, können damit leben. Es war ein Versuch wert. Hat jetzt die ganze Zeit immer geklappt. Jetzt war es halt eine Situation, wo es nicht geklappt hat. Ja, ganz wichtig, nichts verloren dabei. Und es wird immer wieder auch dieser Baron angepinkt. Inzwischen aber auch von Dignitas. Ja, allein, weil sie da warden müssen. Sind aber trotzdem alle Mann wirklich in der Nähe. Können sich nicht zu weit entfernen. Großer Nachteil ist natürlich jetzt auch für den guten Balls, dass er Teleport raus hat. Und Gamzu hat seinen Teleport eher wieder zurück. Und das ist halt einfach ein Punkt. Dadurch, dass Gamzu sein Teleport schneller wieder da hat, könnten sie in den Split-Push reingehen. Man hat jetzt eben keinen Set auf High. Der wäre da vielleicht noch etwas prädestinierter. Und das macht es dann wieder schwieriger, die oder an die Lanes zu kommen in dem Fall. Na, Top-Lane ist gepusht. Ja, und auch die Botlane ist definitiv im grünen Bereich, auch wenn, so wie es aussieht, eher der Slow-Push da für Dignitas läuft. Wird also von Cloud9 in naher Zukunft jemand runtergehen müssen. Passt sich gut. Drache sowieso gleich da und das wäre der vierte. Möglich also, dass sie es dann über den Drachen holen, sich damit die nötige Stärke holen, um dann letztendlich wirklich den Teamfight zu bekommen.
Weil das kann Dignitas dann irgendwann nicht mehr ignorieren. Sie hatten zwar den allerersten bekommen, aber Cloud9 jetzt drei Drachen in Folge. Haben den Lauftempo-Bonus schon eingesackt. Der vierte Buff ist nicht mehr ganz so interessant, der Schaden an den Minions. Da ist jetzt sowieso schon genug von da. Das könnte höchstens interessant werden, aber das will man ja nicht. Wenn Super-Vasallen da sind, dann nimmt man natürlich den Bonusschaden gerne mit. Und jetzt sieht man hier, Hai soll hier Azingi vertreiben. Was man auch feststellen kann, ist, Cloud9 hat nicht diese Vision auf der Map. Vor allem auf der unteren Map-Hälfte fehlt es komplett an Wards. Sie haben zwar den Drachentimer, trotzdem ist es natürlich absolut von Nachteil, wenn sie jetzt nicht wissen, wo sich zum Beispiel CoreJJ rumtreibt, der unten immer wieder Anstalten macht, zurückzugehen. Der könnte sich nämlich jetzt seinerseits den Drachen dann einfach ziemlich schnell holen. Cloud9, sie versuchen jetzt mit allen Mitteln wirklich diesen Baron zu nehmen. CoreJJ lässt direkt davon ab und das ist jetzt wahrscheinlich das Signal, jo, wir gehen jetzt und verhindern da diesen Baron. Man ist sich ja auch bewusst, dass Dignitas in der Nähe ist. Und jetzt geht's rein mit der Kralle links. Wunderschön, der Timberstone erneut. Sofort geht die Kennnulli mit rein. Und da ist der Flächenschaden da. Ist Singi und Shifter sofort rausgenommen. Lediglich Bolz musste sein Leben opfern. Und das ist natürlich zu wenig. Dann der Stun. Und Sneaky räumt nur noch ab. Da haben sie drei Mann bekommen. Riesengroßes Wagnis. Und diesmal saß der Tibbers wieder extrem gut. Trotzdem haben sie es nicht geschafft vom Follow-up schnell genug die wichtigsten rauszunehmen, auch wenn sie niedrige Lebenspunkte haben. Man hat gerade gesehen, die Rakete von Corki, von CoreJJ. Wie viel Schaden die macht. Lemonation, High, Meteors, alle niedrig von den Lebenspunkten. Ganz gefährliche Situation. Sie wollen jetzt den Baron, wo drei weg sind, aber ich glaube nicht, dass sie ihn so bekommen können. Dann noch der Stun, aufgepasst auf Sneaky, Meteors muss drauf, auf CoreJJ. Und der kommt nicht weg. High kriegt den Kill. Und damit bekommen sie vier Mann, kriegen sie auch noch das Ace Kiwi Kit. Alleine dürft ihr nichts mehr machen können. Holt hier wirklich den Schwengel raus, Meteors. Und da ist es Double Kill für Hai. Azingi jetzt allerdings wieder da. Sie müssen jetzt gerade deswegen zurück. Azingi ist da zu gefährlich und hat seinen Smiter. Shifte sofort wieder am Start. Auf der positiven Seite, Dignitas konnte den Baron verhindern. Auf der negativen Seite, jeder ist mal gestorben. Und das, naja, ist halt schwierig. Cloud9 hat das bekommen, was sie wollten, nämlich einen Teamfight. Und auch das schauen wir uns natürlich nochmal in der Wiederholung an. Da, der ist dann drei Mann getroffen. Shifter Azingi, der Knock-Up allerdings hat so nicht gesessen. Und dann sind sie sofort da. Lissandra Kennen-Ulti. Unfassbar viel Schaden. Auch die Morgana-Ulti mit rein. Das sind halt drei massive Flächenschaden-Ultis. So, und jetzt der nächste Versuch, wieder den Baron zu holen. Und vor allem, dass sie da noch beide Mann abgeräumt bekommen haben, ist einfach stark in dem Fall. Azingi will rein, zu spät allerdings, wird abgeschlachtet. Sie haben jetzt auch inzwischen den Baron-Buff. Das heißt, die Minions auf ihrer Seite. Und jetzt ist Cloud9 wieder in der Spur. Nachdem es Dignitas hier wirklich spannend gemacht hat, kann man nicht bestreiten. Die NA-LCS hat hier durchaus Turnarounds mit drin und ist einfach eine extrem spannende Liga. Jetzt allerdings mit diesem Vorteil, den man hat, ist der Tower da kein Problem mehr. Singe fehlt auch, man hat ohnehin die Überzahlsituation, man hat die Baron-Minions, die jetzt pushen. Und das nicht nur auf der Midlane, da soll es direkt nochmal weitergehen. Auch diesen Tower möchte und soll man bekommen und wird man vor allem auch bekommen. Der ist eingerissen und damit liegt der Inhibitor frei. Immer noch fehlt Singe, der Todestimer. Inzwischen schon ziemlich lang, trotzdem kein zu großes Risiko. Es geht zurück, Shift allerdings, wunderbar gemacht. Trifft hier den Charme auf Hai, den er damit raus, ja, fast rausnehmen kann. Wenig Lebenspunkte nur noch für ihn. Und sofort geht's weiter. Ah, das wäre es natürlich gewesen, hätten sie hier Hai rausbekommen. Der Drache, die ganze Zeit unbeachtet, kann jetzt genommen werden. Es ist der vierte Drache. Damit einen vom fünften und der könnte spielentscheidend werden. Wenn es nicht sowieso schon der Teamfight gerade eben war. Bald 6000 Gold jetzt. Hatten sie schon mal, man darf ja nicht vergessen, das ist die 43. Minute jetzt, in der wir uns da befinden. Aber da
kann noch einiges passieren. Vor allem der Todestimer wird länger und länger. Es war gerade eben ja schon sehr, sehr schmerzlich, wie lang hier Azingi gefehlt hatte. Und jetzt heißt es, die Tier 2 Tower einreißen und das macht Cloud9 dann wieder souverän. Der wird quasi im Vorbeigehen genommen. Lediglich der Top-Lane Tower steht schon, während der Inhibitor, der Mit-Inhibitor, die ganze Zeit auch am Pushen ist. Und dass die Ken-Minions zwei Stück von hinten ballern die ganze Zeit auf den Turm. Das heißt, sie müssen nicht mal offensiv rein. Es reicht, diese Minions wirklich zu beschützen. Und man sieht es ja auch, die Minions klären das von alleine. Und dann ist der Turm zerstört. Der Weg frei also auf den Inhibitor. Und das wird der zweite Inhibitor. Währenddessen auf der Top-Lane Slowpush. Da sollte schnell sich jemand mal drum kümmern. Wäre allerdings weniger tragisch, da den Tier 2 Tower zu verlieren, wenn man halt 2 Tower und vor allem den Inhibitor hier bekommen kann. Denke ich, wird Cloud9 damit leben können. Das ist sogar eine Minimum Wave da und man sieht's. Sneaky rotiert runter. Zusammen mit dem Rest im Team, also die Minion Wave nimmt man dann auch nochmal mit. Sicheres Geld, was man ja jetzt nicht mehr wirklich braucht. Aber nimmt man natürlich mit. So, 2 Inhibitoren. 3 sind es insgesamt und man hat nur beinahe ein Team gesehen, was dann nochmal zurückkam in der NA-LCS, zumindest in diesem Split. Allgemein gab es das natürlich schon alles. Aber es wird halt, vor allem gegen eine Teamfight kommen, hinten zu sein, ist extrem schwer dann zurückzukommen. Gegen eine Pickup-Comp könnte man halt selber, wenn man Teamfight-Combo hat, noch immer gut zu Rande gehen. Aber hier jetzt würde ich schon sagen, das ist vorbei. Wenn sich jetzt Cloud9 keinen großen Fehler mehr erlaubt. Sie machen das wirklich gut. Die Bindung, Gamsu mit einem großen Schritt zurück. Der Stun allerdings trifft hier nur Meteos und da geht Hai wirklich rein. Trifft hier wieder alle Mann. Zu viel Flächenschaden. Der Kataklysmus sperrt 3 Mann ein und verhindert hier das Ace. Coilchanger kommt auch noch weg. Alle Mann vernichtet worden. Mit diesem unfassbar krassen Flächenschaden. Alle wieder die Ulti gezogen. Auch Lamination erneut. Selbstverständlich. Und das war's dann jetzt. Sneaky hinterher. Zieht sogar seinen Flash dafür. Einfach weil er weiß, das hat er jetzt sogar das Ace noch erzielen dürfen. Ja, das war's. Cloud9 holt's. Etwas holprig in der Mitte im Midgame. Aber am Ende dann doch standesgemäß. Cloud9, wichtiger Sieg für sie. Dignitas bleibt weiter unten in der Tabelle.